Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Musik und Natur. Ich bin Captain Joe und heute nehmen wir die Olympischen Spiele in Paris als Inspiration für unsere Reise durch die Klänge der Natur. Die Olympischen Spiele sind nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch Symbol für Ausdauer, Stärke und Harmonie. Das sind alles Werte, die auch so in der Natur verwurzelt sind. In der Natur finden wir die gleiche Ausdauer, die gleiche Stärke und die gleiche Harmonie wie bei den olympischen Athleten. Die Natur und der Sport. Beide erfordern Hingabe, Ausdauer und die Fähigkeit, im Einklang mit sich selbst und seiner Umgebung zu sein. Lasst uns gemeinsam die Parallelen zwischen Natur und den olympischen Athleten entdecken. Willkommen an Bord und viel Spaß auf dieser kreativen Reise. Für unsere olympische Reise sammeln wir Geräusche in der Natur, die immer irgendwas mit einer olympischen Disziplin zu tun haben. Und das erste Beispiel wäre ganz klassisch die Leichtathletik. Und eine Teildisziplin der Leichtathletik ist der Weitsprung. Und da ist vielleicht ein ganz passendes Geräusch als Bass, wenn man im Sand aufkommt. Und so klingt der Weitsprung in der Natur. Unsere nächste Disziplin ist das Bogenschießen. Und was könnte da besser passen als ein Pfeil, der durch die Luft fliegt? Und wie könnte so ein Boxkampf in der Natur klingen? Ich habe da schon eine Idee. Und zwar so ein bisschen wie das Tröpfeln von Regen auf einem Blätterdach. Jetzt haben wir leider keinen Regen und ich glaube, da können wir uns trotzdem Abhilfe verschaffen. Beim Fechten klingt ein Treffer so. Bei den ganzen Turnübungen brauchst du ja so eine gewisse Eleganz. Und das, was hier in der Natur auf jeden Fall dafür in Frage kommt, ist das Zwitschern von Vögeln. Und ich hoffe, ich konnte jetzt hier unterwegs ein, zwei ganz gute Zwitschereien von Vögeln aufnehmen. Eine olympische Disziplin, die wir nicht vergessen dürfen, ist das Schwimmen. Und was könnte da besser sein als aktives Wasser, wie hier den Fluss, den ihr schon so ein bisschen hört. Bei der Disziplin Radfahren orientieren wir uns an die Straßenrennen, wenn so ein bisschen Kies aufgewirbelt wird, wenn da die Radfahrer langfahren. Und das Ganze klingt so. Klar, der Reitsport gehört auch zu Olympia. Und so klingt in der Natur das Klappern der Hufe. Und das Geräusch für die Disziplin Klettern ist ganz klassisch, wenn die Steine vom Hang runterfallen und man gerade dabei ist, den nächsten Meter am Berg zu machen. Und beim Rudern gibt es eigentlich nur ein Geräusch, das wir unbedingt brauchen. Und zwar das Geräusch von den Paddeln im Wasser. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß auf unserer Reise durch die Welt der Olympischen Spiele und den Klängen der Natur wie ich. Es war unglaublich inspirierend, diese Geräusche zu sammeln und zu einem ziemlich einzigartigen Musikstück zu verwandeln. Jetzt lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt die Symphonie der Naturklänge. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein zukünftiges Video mehr verpasst. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat. Und jetzt viel Spaß beim Hören.